Wir machen heute einen richtig chilligen, smoothen Hüftflow, damit ihr wieder richtig geschmeidig in der Hüfte werdet und keine Rückenprobleme bekommt. Viel Spaß dabei! Wir fangen an erstmal uns zu kippen in den 90-90 und von hier aus nach hinten zu drehen. So lang wie ihr könnt, fühlt sich richtig gut an in der Wirbelsäule. Und das gleiche zur anderen Seite. Ja? In diesen 90-90 Grad Sitz drehen, strecken. Oh, da knackt es schon richtig schön. Super entspannt, gerade wenn ihr einen langen, stressigen Arbeitstag hattet. Und wenn ihr diese Überführung nach links und nach rechts so nicht hinbekommt, kein Problem. Nehmt die Hände hinter den Rücken, nehmt einfach ein bisschen Druck aus dem System und probiert das so. Ja, ihr geht also in die Innenrotation der Hüfte und auch stark in die Außenrotation. Ja, könnt das mal auf beiden Seiten einfach regelmäßig ausführen. Und wenn ihr dann sagt, okay, das fühlt sich smooth an, das fühlt sich gut an, dann könnt ihr euch von hier auch mal in die sogenannte Yoga-Taube reinlegen. Also in das Bein reinlegen, ganz nach unten und aus eigener Kraft wieder hochkommen. Wechsel ganz nach unten und aus eigener kommt ihr aus eigener Kraft nicht hoch. Auch hier wieder, macht es euch nicht zu schwer, nehmt die Hände dazu, macht wie so eine Art kleiner Push-Up. Ja. Hoch, zurück, zurück. Ja. Das ist eine Möglichkeit der Überführung. Und wenn ihr in diesem 90-90-Sitz seid, dann könnt ihr den 90-90-Sitz mal schließen, also klein machen, von hier aus euch dann aufrichten, das Becken nach vorne kippen und dann eine Überführung wagen, indem ihr euch über die Kniegelenke zur anderen Seite dreht. Ja, ich zeig's nochmal, so und so. Ja, und so habt ihr auf einmal eine andere Überführungsmöglichkeit und könnt von hier aus dann auch wieder den Rücken beispielsweise mit so einer Art Movenet-Rolle abrollen. Ja, das kommt aus dem Movenet, also Move Natural. Und von hier aus dann schön wieder auch eine Überführung schaffen. Das könnt ihr jetzt wieder kombinieren, ja, mit diesen Überführungen aus dem Bärensitz, in diesem 90-90-Sitz. Und klar, wenn ihr beweglich genug seid, kommt ihr von hier aus ganz smooth und entspannt in die tiefe Hocke und könnt dieses Skillset einfach in der tiefen Hocke adaptieren. Also von hier aus mal in die Innenrotation, in die Außenrotation. Da könnt ihr auch gerne gegenstretchen, also euch nach außen drücken oder während ihr die Handfläche nach außen drückt, euch mal nach innen drücken, um so die Adduktoren zu kräftigen. Oder einfach, ja, ohne eine Übung zu machen, smooth und entspannt einfach hier in diese tiefe Hockeposition gehen, rein und raus. Macht mega gut an, mega entspannt, macht richtig Spaß und ihr öffnet da auf ganz natürliche Art und Weise eure Hüfte und könnt von hier aus einfach jeden möglichen Flow in der Hüfte ausführen und bleibt in der Hüfte richtig entspannt, geschmeidig und dann vor allem in diesem Bereich nach unten und nach oben schmerzfrei. Ja? Wenn euch das Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und guckt euch meine weiteren Videos an. Haut rein und bleibt geschmeidig. Ciao.